Promis, wenn jeder dich kennt, aber niemand dich mag. Preisfrage. Was haben Joko Winterscheid, Barbara Schöneberger und Max Giesinger gemeinsam? Sie betreiben noch MySpace-Profile. Sie kommen aus Busenbach. Busenbach. Oder totes Holz. Richtige Antwort, totes Holz. Bei Joko Winterscheid oder wer verbirgt sich dahinter der Maske? Guten Morgen. Nein, doch nicht. Hallo, Michalis Pantelouris. Hallo, ich bin nur der Redaktionsleiter von Joko Winterscheids neuem Heft JWD. Doch es sind nicht nur Joko, Barbara Schöneberger und Max Giesinger. Auch Guido Maria Kretschmar und Jerome Boateng haben Magazine. Gut, spätestens seit der About You Laudatio wissen wir, Jerome Boateng liebt Lesen. Bis man wieder fit ist und Höchstleistungen bringen kann. Gesundheit ist aber so viel mehr als nur körperliche Fitness. In den Magazinen der Promis geht es nicht nur um das Leben der Promis, sondern um so viel mehr. Aber wenn ich einen Nude-Lippenstift benutze, muss er die gleiche Farbe haben wie meine Nippel. Ja. Okay, aber meine Lippen haben sowieso die gleiche Farbe wie meine Nippel. Klar, Barbara, Joko und Co. tippen jetzt nicht jedes Wort persönlich ins Magazin. Aber wie viel steckt von denen wirklich in so einem Magazin? Warum zieht plötzlich wieder so ein Personenkult und wie verzweifelt ist die Printwelt eigentlich gerade? Jetzt. Lange bevor Promis hierzulande auf Printmagazinen prangten, gab es in den USA das hier. Oh, die Opera Magazine. Die erste Ausgabe kam im Jahr 2000 raus. Und dieser übertriebene Personenkult ist für Comedians auch sehr dankbar. Who's on the cover of O this month? That's what I thought. But no, look at this. Roxy, let me have this. It's not Oprah. It's two Oprahs. Also, das geht auch in Deutschland. Im November 2015 erbarmte sich der Hamburger Verlag Runner und Jahr und kam mit diesem Machwerk an die Öffentlichkeit. Barbara, kein normales Frauenmagazin. Das kam an. So gut, dass derselbe Verlag Anfang 2018 die JWD rausbrachte. Das Konzept JWD, kein normales Männermagazin. Da scheint es ein System zu geben. Freuen wir uns also auch auf diese Magazintitel. Uli, kein normales Steuermagazin. Strache, kein normales Urlaubsmagazin und Klaus, kein normales Nachrichtenmagazin, denn es enthält kleine Tippfehler, sodass man sich beim Vorlesen immer mal wieder verhaspelt. Hey, nichts gegen meinen Newsgott Klaus Kleber. Hey Leo, kann ich... Ist das eine Klaus Kleber Puppe? Was? Das? Nein. Das? Nein. Nee. Okay, ja, ich nehme mir dann nur mal das die... ist meine Klaus Kleber Puppe. Ja, so einen Personenkult hatten wir in Deutschland seit den Rolling Stones nicht mehr. Die haben doch auch ihr eigenes Magazin. Aber schauen wir uns doch mal an, wie so viel beschäftigte Leute es schaffen, nebenbei mal eben ein Magazin auf die Beine zu stellen. Aber wie viel Promi steckt eigentlich im Magazin? So ein Magazin wird ja von vielen Leuten gemacht. Wer genau für was zuständig ist, das findet der interessierte Nörgler im Impressum. Bei der Barbara steht Frau Schöneberger als Editor at Large drinnen. Und jetzt keine Witze über Babsis Körperfülle und at Large. Das ist etwas für die Kommentare. Denn at large bedeutet im Großen und Ganzen. Allerdings kann es auch auf freiem Fuß heißen. Gemeint ist also jemand, der inhaltlich zwar Einfluss nehmen kann bei der redaktionellen Knochenarbeit, aber nicht unbedingt vor Ort ist. Jokos Einfluss scheint noch geringer. In seinem Impressum geht er als Editor at very large durch. Das klingt wie eine Sondergröße bei Starbucks. Und Boatengs Rolle ist noch unklarer. Er wird einfach als Spielmacher gekennzeichnet. Ach, und noch was ist uns aufgefallen. Die Barbara, die Guido und das Magazin von Max Giesinger haben dieselbe Chefredakteurin. Kurz gesagt sind die Promi-Magazine also ein Kessel Buntes aus fremder Feder. Stellt sich die Frage, was schreiben die Editors at Large da ideell und Frau Huber ganz konkret in das Magazin überhaupt rein? Ich meine, ihr Name steht ja drauf, da werden die wohl noch ein bisschen selber machen. Oder schlagen die einfach nur Themen vor? Bei der Barbara von Babsi Schöneberger geht's um klassische und frische Frauenthemen, also offenbar Haare und Kinder. Diese Themen sind, laut der Cancel-Gruppe ältere Frauen mit silbernen Haaren, auch alles sehr erwartbar. Aber was machen denn dann Boa und Joko? Tipps für die gute Nachbarschaft und wann man sich von seinem Partner trennen soll? Fast. Von allem ein bisschen. Lifestyle, Politik, Sport, interessante Geschichten über Leute, die auch was erreicht haben und ganz unten gestartet sind.
Joko formuliert es ähnlich allgemein. JWD, weil wir rausgehen. Wir gehen dahin, wo die Geschichten sind. Berichten aber nicht über Geschichten, sondern berichten aus der Geschichte raus. Was, das will man genauso gerne hören, wie wenn der Pilot sagt, wir fliegen nicht, wir fallen gezielt. Und ehrlich, es ist sauschwer, Konkretes herauszufinden. Immerhin schreibt er in jedem Heft einen kleinen eigenen Erlebnisbericht zum Thema. Barbara führt ein paar zeitlose Interviews mit Promis. Das bedeutet immerhin, dass sie die Leute getroffen hat und mit denen geredet. Aber bei Print kann man das halt echt nicht nachprüfen. Frag mal den Spiegel. Außerdem in jedem Heft dabei Werbung. Viel Werbung. Das scheint generell so ein Printding zu sein. Es wird ordentlich zugekleistert. Wir haben uns exemplarisch dieses JWD-Exemplar vorgeknöpft und nachgezählt. Das Magazin umfasst 140 Seiten, davon sind aber 38 Seiten Werbung und Promo, also sowas, klassische Anzeigen, Werbung in eigener Sache oder redaktionell verwobene Produktempfehlungen. Das bedeutet, satte 27% sind kein echter journalistischer Inhalt. Da hat man es sogar als TV-Zuschauer besser. Wer sich zum Beispiel Joko in dieser Folge das Ding des Jahres ansah, bekam bei knapp 2 Stunden 45 Gesamtdauer nur rund 31 Minuten Unterbrechungen. Hier sind also nur knapp 19% kein echter journalistischer Inhalt. Das lohnt sich für die Magazine. Hier die Seite, die sich an Werbekunden richtet. Pro ganzer Seite Printanzeige muss man als Werbetreibender immerhin über 20.000 Euro hinlegen. Doch alle schöne Werbung bringt nichts, wenn sie keiner sieht. Warum zur Hölle kauft sich das jemand? Promis werden schon immer für alles Mögliche als Werbefigur rangeholt. Vor allem Sportler sind da sehr umtriebig. Boateng zum Beispiel. Der hat schon mal Werbung gemacht für Kopfhörer, Hamburger, Rasierer und sogar Augentropfen. Augentropfen. Gut, viel Spielzeit hat er dieses Jahr trotzdem nicht gesehen. Der Grund ist laut einer Studie diese Logik. Das Gefühl von Vertrautheit, Bekanntheit und Vorhersehbarkeit beim Konsum bietet dem Nutzer Kontrolle, wie er seine Zeit verbringt. Leo verbindet zum Beispiel Klaus Kleber mit seriöser, hochwertiger Orientierung, auf Augenhöhe mit den mächtigen Vorreiter im Informationsdschungel. Das nutzen die Werbetreibenden aus. Ui. Eine Klaus Kleber Steckdosenbürste. Investigativer Journalismus, jetzt auch auf dem Feld der Raumpflege. Nehm ich. Leo hat die gesamte Gefühlswelt, die er gegenüber Klaus Kleber hat, auf diese Bürste übertragen. Laut der Verlagschefin von Gruner und Jahr nutzen sie diese Sehnsucht nach Subjektivierung, Personalisierung. Außerdem, Menschen orientieren sich an anderen Menschen. Auf der anderen Seite schwächeln die klassischen Printangebote. Bei Gruner und Jahr zum Beispiel der Stern, da geht die Auflage runter. Ist also nicht doof, Fernseh- und Sportpromis als Zugpferde vor eine Zeitschrift zu spannen. Gut, Boateng, Barbara und Joko sind jetzt keine geborenen Chefredakteure. Aber sie haben ein klares Image und es funktioniert. Barbara hat eine stabile Verkaufsauflage von 100.000 Heften pro Ausgabe. Wäre das nicht auch was für YouTube, so ein Dagi-Magazin? Was meint ihr? So, Klausi, jetzt gehen wir hier mal durch den Gang. Schau mal, was da ist, das Abonnierzimmer. Da gehen wir mal rein. So, jetzt sind wir im Abonnierzimmer. Schau mal, wer da ist. Da ist die Glocke. Ja, und da hinten ist der Assi, genau richtig. Und weißt du, was da ist? Da kannst du abonnieren drücken. Ja, drück doch mal. Hier, mit deinem kaputten Arm. Scheiße.